Hausputz immer so lange dauert, käme ich zu nichts anderem mehr. Na, Zeit, mich um die Zwerge zu kümmern. Sie wären ein starker Verbündeter. Aber Duncan zufolge werden die Dinge bei Ihnen auch nicht so einfach sein. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind in der nächsten Mission, die da heißt Rettungsflug. Es ist die vorletzte Mission dieser Kampagne. Wir werden jetzt Wulfstan treffen und mit Wulfstan noch hier ein bisschen abgehen. Wulfstan ist einer der Helden, Achtung Spoiler, den man natürlich im letzten Szenario noch dabei haben wird. Im Gegensatz zu manchen anderen Helden, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Insofern sollten wir uns also hier Mühe geben, auch Wulfstan noch ein bisschen weiter voranzubringen. Die Mission 3 heißt Drachenbeschwörung. Die Dinge entwickeln sich gut. Sowohl die Dunkelelfen als auch die loyalen Truppen des Greifenimperiums massieren sich gegenseitig und intim, um Klauenwacht anzugreifen. Merkwürdige Taktik. Ja, Entschuldigung, der Witz war ultra schlecht, aber okay. Doch die Nachrichten über dämonische Verstärkungen sind beunruhigend und Zihir hat beschlossen, mit den Zwergen zu reden. Er muss Duncans Freund Wulfstan finden, um zu sehen, was getan werden kann, die streitenden zwergischen Fraktionen wieder zu versöhnen. Eines ist gewiss, die einzige Kraft stark genug, die Clans der Steinhallen wieder zusammenzubringen, ist der Drachengott Arkat. Und jetzt kann man hier ein paar verschiedene Boni wählen. Es ist in dieser Mission nicht so entscheidend, glaube ich. Es ist eine Mission, ich habe sie vorhin mal ganz kurz angespielt, weil an die Mission habe ich mich wirklich überhaupt nicht mehr erinnert. Und ich habe sie da mal ganz kurz angespielt, um dann nochmal so ein bisschen reinzukommen. Da war es relativ egal, was ich genommen habe. Also man kann den Titan wählen, das ist bestimmt nicht so verkehrt, wenn man eine Einheit mit richtig viel Lebenspunkten dabei hat. Aber ich bin eigentlich für das Quecksilber, weil wir werden hier Städte haben, die wir ausbauen. Und Quecksilber hatten wir ja bisher immer relativ wenig. Deswegen nehme ich das mit. Sie hier kann jeden Montag erschaffen. 6 Rakshasa Kshatra für 20 Quecksilber und 4500 Erfahrungspunkte. Und da sage ich direkt dazu, das ist meiner Meinung nach derjenige Skill, der das schlechteste Verhältnis von eingesetzten Erfahrungspunkten und von eingesetzten Erfahrungspunkten und den Kreaturen, die man dann tatsächlich bekommt, hat. Also da ist es wirklich so, dass sich die anderen Sachen doch wesentlich mehr gelohnt haben. 4500 Erfahrung ist einfach recht viel. Und 6 Rakshasa Kshatra ist einfach eine Einheit, die man nicht so super gut gebrauchen kann. Und 20 Quecksilber kostet das Ding auch noch. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das nicht. Ein Zauberer, was führt euch aus den Sanddünen in die Steinhallen? Ich suche einen Zwerg namens Wulfstan. Er wurde beschrieben als freundlich, zänkisch, loyal und weniger betrunken, als er vorgibt. Was für eine Beleidigung. Ihr habt mit meinem Freund Duncan geredet. Wie geht's im Imperium? Immer besser. Aber Biara ruft Dämonen zu ihrer Verteidigung herbei. Und man glaubt, ein paar solide Zwerge könnten das Blatt wenden. Ich würde gern helfen. Aber dieser verwünschte Idiot Hangful hält mich hier. Und Arkad weiß, wo der andere Idiot ist. Mein Halbbruder Rolf. Tatsächlich weiß nur Arkad, wo Arkad ist. Und wie kann ich helfen? Ich sage es euch, Hangful hält es geheim. Aber Arkad ist seit Jahren stumm, seit Dekaden. Niemand weiß warum. Aber deswegen kann Hangful, er führt den Clan unserer Runenpriester, sagen, was er will. Und niemand wird ihn Lügner nennen. Oh oh. Und? Geht nach oben. Findet den Erdfeuerschrein. Dort ist Arkad uns zuerst erschienen. Ein Flecken immergrünes Land im Schnee. Das ist der einzige Ort, wo er sich euch zeigen könnte. Und wenn Arkad nicht eingreift? Dann sollten wir alle besser die Dämonensprache lernen. Oh oh. Ja, das ist natürlich nicht so schön, ne? Ja, da muss man auch direkt wieder zu sagen, das ist die große Problematik bei Offenbarungsreligionen, wo es nur eine einzige Wahrheit gibt. Die sich dann natürlich nur einem kleinen auserwählten Kreis
offenbart eben. Ja, aber so viel zur Religionskritik erstmal an dieser Stelle. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zauber jetzt der Wulfstan bekommen hat oder der C hier. Wulfstan, lauf jetzt mal gerade erstmal zum C hier hin. Ich meine nämlich, die können Zauber austauschen. Und vielleicht tauschen wir auch noch Gegenstände aus. Müssen wir mal gucken. Also erstmal nimmt sie hier das hier. Ich würde sie hier gerne noch ein bisschen pushen. Und Wulfstan, nimm du mal Ditte. Und... ja, man könnte auch das nehmen. Das ist vielleicht sogar gerade mal besser. Solange wir nämlich noch die anderen Dinge ganz gut gebrauchen können. So, dann gibt es eben noch das Teil. Ja, das ist doch ganz okay. Ist gar nicht mal so schlecht. Wulfstan hat weniger Angriff als Zehir. Und der ist ein höherer... ne, ist ein niedrigerer Level, ne? 26, 25 geht ja eigentlich noch fast, ne? Schauen wir uns mal kurz den Bild an von Wulfstan. Der ist eigentlich schon gar nicht so verkehrt. Landkunde, können wir uns drüber streiten, würde ich vielleicht sogar zu neigen. Also wir werden noch, oh Wunder, einen Gedächtnismentor hier finden auf der Karte. Findet man in jedem Szenario, außer im letzten, glaube ich, aber selbst da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Wir können geübte Landkunde irgendwann nochmal vergessen. Das sollten wir dann auch machen. Und Kriegsgerät können wir vielleicht auch vergessen. Sollten wir uns zumindest mal überlegen und dann kann man bei Wulfs dann auch noch eine ganz coole Skillung rausholen. Ja, ansonsten zaubermäßig ist er, glaube ich, dann gleichwertig. Hier, also gleichwertig heißt, er beherrscht jetzt seine Lichtmagie-Sprüche alle, das ist ganz gut, ne? Da kann natürlich kein Held mit der arkanen Vortrefflichkeit oder Allwissenheit von Zehir da. Arkane Brillanz, ach Gott, shit, wie heißt denn der Skill nochmal? Arkane Allwissenheit, ne? Da kann natürlich keiner mithalten. Ansonsten, Verteidigung, weiß ich nicht genau, vielleicht eher Glück und Magieresistenz wählen? Und hier Logistik momentan so, finde ich, ein bisschen der schwächste Skill eigentlich. Aber da gucken wir mal. Okay. Ja, dann habt ihr jetzt mal auf jeden Fall Zaubersprüche ausgetauscht, denke ich. Ich schaue nochmal ganz kurz rein und sehe, dass Wulfstan eigentlich alles Wichtige besitzt im Bereich Lichtmagie, was er besitzen muss. Ja, ansonsten... nee, ihr habt doch keine Zaubersprüche getauscht. Nee. Okay, das geht dann wegen dieser... Arkanen, Allwissenheit geht das dann offenbar nicht. Alles klar. Wir rekrutieren uns direkt mal einen Helden. Ingvar, komm du mal her. Du hast schön viele Einheiten dabei. Ist schon hier irgendwas... ah ja, könnte ich auch direkt gleich mal upgraden, ne? Das machen wir auch gleich noch. So, du hast Zauber gelernt und Runen erworben. Ah, da muss der Wulfstan, muss dann nochmal, glaube ich, zurück in die City. Wir lernen erstmal Runenkunde. So, und du kriegst jetzt so richtig schön viel Erfahrung. Ah, da haben wir doch Taktik. Jetzt bräuchte ich nochmal Führungskraft. Fuck. Ich kriege es nicht. Der hat nämlich eigentlich... das ist... ah, hier, da ist die Abwehrformation. Jetzt kriege ich noch Bereitschaft. Coole Sache. Erste-Hilfe-Zelt und das war's. Okay. Denn der Bursche hier, der hat nämlich von Anfang an schon Lebenskraft. Und dann kann man den halt zum ultimativen Verteidiger machen. Mit Bereitschaft eben. Das ist schon ganz geil. Dann, wenn einer den Verteidigen-Befehl bekommt, dann führt die ihre Gegenwehr vor der Attacke des Gegners aus. Das ist eigentlich ein ganz cooler Skill. Wie dringend wir den brauchen werden, das werden wir noch sehen. So, dann machen wir noch was anderes. Gehen wir mal gerade noch ein Feld weiter, denn ihr habt es wahrscheinlich schon eben aus dem Augenwinkel gesehen, wir haben die Träne Aschas noch. Und wir werden hier in diesem Szenario, oh Wunder, ich habe hier beim Anspielen ein paar Obelisken gesehen. Das heißt, es gibt sehr wahrscheinlich auch hier nochmal eine Träne von Ascha zu gewinnen. Das heißt, wir bauen das Ding hier rein. Zack. Und jetzt haben wir schon direkt hier... die Megagebäude, den lodernden Amboss. Pro Tag 5000 Gold, Vermehrungsrate um 50%.
erhöht und dann nochmal die alle Helden, die die Stadtverteidigung bekommen, zusätzliche Zauberkraft. Was ist aber noch hier? Was stand da? Runen ohne Runen. Wir können... Also, hier steht nochmal Gold steigert die Zauberkraft aller die Stadt verteidigenden Helden und die Verteidigung aller die Stadt verteidigenden Truppen um 6 und bewirkt, dass verteidigende Helden Runen ohne Rohstoffkosten verwenden können. Für dieses Bauwerk braucht ihr eine Tränenasche. Ist gut, die haben wir ja jetzt, ne? Gut, alles klar. Dann machen wir jetzt schon mal jede Menge Patte. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann gucken wir uns mal hier gerade um. Da unten haben wir Gremlins und da oben haben wir die... Ach, guck mal, da haben wir direkt schon den Gedächtnismentor. Da können wir gleich mal vorbeischauen. Dann machen wir das doch so. Zieh hier mal du mal die Gremlinmeister platt. So, Bursche, hol dir mal hier Dingsi. Und Gebäumels. Wir wollen nämlich jetzt direkt... Oh, einfrieren, cooler Skill. Wir wollen nämlich jetzt direkt hier schon so viel wie möglich für uns gewinnen können. Hm, die Schwester, da hat Erleuchtung. Das kann ich eigentlich nicht so gut gebrauchen, ne? Ah ja, ist jetzt auch egal. Dann machen wir hier Rune. Hier machen wir Lichtmagie. Ja, komm. So, geübte Erleuchtung nehmen wir noch mit. Was ist hier den? Dann machen wir Rune anzapfen, gewinnt Mana. Jedes Mal, wenn eine Rune benutzt wird. Hehehe. Cooler Scheiß. Wollen wir eine Dunkelmagie? So, ich weiß jetzt nicht, ob die da noch Zaubersprüche gelernt hat, aber laufen wir gerade nochmal zurück in die Stadt und kommen wieder da raus. So, Wulfi. Einmal hier. Und dann gehen wir direkt mit dir schon mal hoch, denn dich bringen wir mal direkt auf ein paar gute Skills. Du kannst direkt mal hier... Es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, um Landkunde zu vergessen, aber hey... Warum nicht? Wir brauchen kein Kriegsgerät mehr, finde ich, wenn wir schon... oh, wir haben keine Patte mehr. Schade. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh, fuck you. Oh, fuck you. Ich lerne hier gerade nur Scheiße. Veredeltes Mana, bitte. Einfaches Glück, da haben wir schon mal was. Magieresistenz, aber auch noch was. Geübtes Glück. Okay, gut, den Rest, den lernen wir nachher. So, zieh hier. Du machst mal die Erdelementare platt. Ich glaube, da genügt mir schon. So, erstmal. Ja, wenn man erstmal eile. Wir machen rechtschaffende Stärke. Wir machen Wirbel die Schwerter. Wir machen Zähigkeit. Oh, jeder Zauber für einen Mana, ne? Das ist so krank. Lauf mal hier hin. Und zack. Und wir machen... Blub, 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 blub. Oh, machen wir Regeneration hier. Das ist so krank. Die sind schon mit diesen ganzen Zaubern, sind die halt schon ganz cool, ne? So geil. Man könnte jetzt vor dem Hintergrund überlegen, weil der C hier ja... Eigentlich, oh Moment mal, mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht, ich laufe gerade irgendwie ein bisschen doof. Das ist, glaube ich, gerade nicht so mega clever. Machen wir mal erstmal hier hin.
Okay, Wolf, wir holen mal hier noch das Gold. Da sind die Meldungen immer noch nicht durchgelaufen. So ein kranker Shit. Ich baue hier erstmal da Dingen aus, damit ich mehr Geld bekomme. So, jetzt schauen wir gerade weiter. Was will ich? Ich will das da eigentlich ganz gern vergessen. Alles. Wie viel kostet das immer? Das kostet zu viel. Attacke. Okay, schauen wir mal. Hohoho. Fies Kind. Lalalalala. Wort des Lichts und Patsch. Komm, wir geben mal ein Holz aus. Vielleicht behalten wir das sogar. Ja, das war schon mal der erste Teil, ne? Ja, wir haben tatsächlich ein Holz verloren. Fuck you. Okay, wir kriegen Schwefel. Und dann sollte man noch dahin laufen. Zieh hier. Das ist gerade noch nicht so ganz, wie ich mir das hier vorstelle. Eigentlich solltest du mit dem Wolf wieder oben rumrennen. Mal einige Hydren. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die packe. Ich denke, ja. Da habe ich ja relativ wenig verloren, ne? Ich weiß nicht, mal das. Ich mag den Einfrieren-Zauber. Schon ganz witzig. Komm her, ich nehme dich mal mit. Ich kann noch einen Feuerballzauber. Das ist so krass bei dem Ring des Aesus. Laufen wir wieder ganz nach da hinten hin, Junge. Und noch einer. Wow, das ist so heftig. Doppelt so viel Mana und nur halbe Kosten für die Zaubersprüche. Das ist einfach genial bei den Kreaturen. Entschuldigung, ihr habt mich wahrscheinlich gerade drin gehört. Es tut mir leid. So, die Schuhe brauche ich. So, Ingvar oder wie auch immer der heißt. Inge. Also Inge. Lauf mal hier weiter.
bist ja meine zauberhafte Zauberin. Wir gucken mal hier ein bisschen durch. Hoffentlich nicht in die Röhre. Aha. Geisterdrachen? Ich habe ja irgendwann mal erwähnt, dass ich über einer Band wohne, glaube ich. Oder beziehungsweise unter mir wohnt so eine junge Band. Was heißt junge Band? Also die, ich sage jetzt auch nicht, wie sie heißt, weil ich will die Leute jetzt nicht schlecht reden, aber hin und wieder ist es halt doch mal ein bisschen ätzend. Denn die haben die Angewohnheit, ganz oft zu Hause zu proben. Das heißt, die machen ihre Bandprobe quasi in der Wohnung und das ist halt unter meinem Wohnzimmer. Schrägstrich. Diese Pilzdiät macht mir langsam zu schaffen. Oh, du Armer. Unter meinem Wohnzimmer, Schrägstrich auch Arbeitszimmer, also dort, wo ich aufnehme. Und der eine Typ, der will, glaube ich, momentan irgendwie einen neuen Song. Boah, war das laut. Kranker Scheiß. Ich hoffe, ich habe daran gedacht, das in der Aufnahme leiser zu machen. Und der eine Typ, der will gerade wohl einen neuen Song aufnehmen. Der spielt nämlich seit 5 Tagen immer die gleiche Melodie. Und zwar vor und rückwärts. 100 Mal am Tag. Das ist bescheuert. Der Vater aller Feuerdrachen verborgen in diesem verschneiten Bergen. Ich muss ihn finden, obwohl ich im Moment finde, es wäre leichter, ein ganz bestimmtes Sandkorn in der Wüste zu finden. Frische Luft, Sonnenschein, herrlich. Wer hätte je gedacht, ich würde mich über Schnee freuen? Ja, wir werden es auch gleich sehen, ob er sich so wirklich freut. Im nächsten Part nämlich. Und ich sage mal, macht's gut bis dahin. Tschüss.